Also ich bin da in St. Michael aufgewachsen und habe zwei Schwestern und einen Bruder. Und ich habe da voll die schöne Kindheit gehabt. Zu dem, was meine Kindheit geprägt hat, das waren zwei Sachen, die mich heute immer noch begleiten. Das war zum einen der Sport. Das zweite ist einfach die Musik. Mein Schwiegervater, der Hans Hauser, war eben Organist und hat einen Kinderchor gehabt und da habe ich immer gesungen. Da haben wir zum Beispiel im Mai jeden Abend Mai an Dach gesungen. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Da hat eigentlich das mein Singen angefangen bei mir, beziehungsweise eigentlich schon im Kindergarten. Die Kindergartentante hat gesagt, sie hat nicht so gut singen können und sie hat mir das mit der Flöte vorgespielt. Und dann habe ich es den Kindern vorgesungen. So. Also es hat von ganz klein auf schon angefangen mit der Musik. Und mit 14 war ich dann in Salzburg draußen. Zwar immer im Sportpark, aber ich habe da Klavier gespielt. Was vielleicht interessant ist wegen der Musik oder wegen dem Singen, ich habe da in diesem Gymnasium hat's einen Mädchenchor gegeben mit 50 Mädchen. Und da habe ich natürlich auch gesungen, obwohl ich in der Sportklasse war. Und da haben wir Reisen gemacht und haben auch Wettbewerb gewonnen, Bundeswettbewerb und so. Das war ganz eine tolle Sache. Ja. Und mit 17 hat dann der Horst Eigner, der jetzt 30 Jahre da die Musikschule geleitet hat, zu mir gesagt, willst du nicht einmal meiner Gesangslehrerin vorsingen? Und ich habe gesagt, ja, ist eigentlich eine super Idee, weil ich eigentlich möchte gern Gesang studieren. Ich habe zwar nicht gewusst, was das ist so genau, ich wollte einfach singen. Und dann habe ich der Hedda Hartinger vorgesungen. Und die hat zu mir gesagt, also wenn ich das möchte, soll ich es unbedingt machen. Dann habe ich ein Jahr Privatunterricht gehabt bei ihr. Und dann habe ich nach der Matura die Aufnahmeprüfung gemacht am Mozarteum und bin gleich reingekommen. Ja, ich unterrichte seit über 30 Jahren im Musikum. Also da habe ich eigentlich so gleich nach dem Studium, ein Jahr nach dem Studium habe ich angefangen. Zuerst zwei Jahre in Hallein und dann die restliche Zeit immer im Lungau. Zuerst waren viele Erwachsene da und jetzt inzwischen arbeite ich hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen. Die Emily Michael, die ist erst 15, aber die singt jetzt schon mit mir. Also klassische Arien, zum Beispiel aus dem Figaro. Und der macht es einen Spaß. Und wo die Reise hingeht, das werden wir sehen. Manche wollen einfach ein bisschen singen und manche haben vor, dass sie Aufnahmeprüfung machen, zum Beispiel die Froni Leitner. Für Musical-Darstellerin möchte sie gern werden. Ist wahnsinnig schwierig, weil ich glaube, von 200 Einsendungen nehmen sie 4 Männer und 4 Frauen. Zuerst nach Haus, noch nicht mal 12. Aufstehen ist ungesund. Ich halte. Ja, weil Opa war für mich ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind, einfach nicht drinnen. Weil wenn man jetzt in die Opernschule geht, im Studium, dann muss man den ganzen Tag in Salzburg sein. Und Liedgesang war einfach leicht, weil das waren 2 Wochenstunden und die Korrektion dazu. Und den Rest hat man halt daheim gemacht. Mal ein Lied auswendig lernen kann man beim Bügeln auch. Ich meine, es ist zwar nicht ganz optimal. Aber es funktioniert. Und wenn man Bühnenproben hat, dann braucht man irrsinnig viel Zeit und das ist einfach nicht ausgegangen. Der Vorteil bei dem Ganzen ist allerdings, man kann dann
ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Manche macht man vielleicht dann nur einmal oder zweimal. Und bei der Oper wärst du gleich einmal eingeschachtelt und machst 150 Mal das Gleiche. Und das war halt bei mir gar nicht. Also mein Repertoire ist eigentlich ganz riesig. Ja, zu dem Lungau Woodstock, da bin ich so gekommen, dass ich einfach über die Lungau Kulturvereinigung, der Robert hat mich gefragt, ob ich da nicht mit tat. Und dann habe ich ihn ganz groß angeschaut und habe gesagt, was soll ich denn da singen? Das ist ja auch Rockmusik. Und er hat gesagt, nein, und da gibt es die John Bass und horcht er das einmal an. It's a lesson. Made of sand. In the wink of an eye, my soul is turning in your hand. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, aber es war mir, also den ganzen Abend da drinnen, das war mir eindeutig viel zu laut. Habe ich mich zurückgezogen, eine Woche ins Kloster Wernberg, weil ich das Gefühl gehabt habe, da kommt irgendwas, ich möchte eine Messe komponieren. Nur für Sopran und Orgel, so ganz einfach. Und dann bin ich so lange spazieren gegangen, bis ich wieder eine Melodie im Kopf gehabt habe. Und wenn ich heimgekommen bin im Zimmer, habe ich meine Stimmgabel genommen und habe das aufgeschrieben. Und das ist relativ problemlos gegangen, was mich selber gewundert hat, weil das so in dem Studium war das gerade nicht meine Stärke. Ja, die Messe ist an und für sich uraufgeführt worden im Dom in Salzburg bei so einer Mittagsmesse. Aber im Lungau haben wir es noch nicht gemacht. Dann haben wir gleich gesagt, das machen wir jetzt. Das ist jetzt am 18. April. Das wird in Damsweg aufgenommen. Es ist ganz eine normale Radiomesse, wie es eh dauernd gibt. Und da kann ich jetzt meine Messe präsentieren und das ist super. Ich weiß nicht, wie es woanders ist, gesagt wird es halt, dass die Lungauer besonders tief verwurzelt sind. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in China und in Japan auch singen habe können. Und dann weiß man eigentlich schon, was man hat, wenn man in den Hof dran kommt und dann kommt ein kleines Quellwasser runter. Zum Beispiel, das ist so etwas Banales, aber es ist Gold wert. Also.